Ja, für Schlotti, ich glaube, der hat sich's verdient. Ich glaube, sonst hätte der Bundestrainer das auch nicht gemacht, wenn er nicht überzeugt davon wäre. Aber ich freue mich riesig für ihn. Es ist schön für mich, einen Dortmunder dabei zu haben. Es ist schön für ihn, sich da also so belohnen zu können für diese Saison, weil das ist dann schon auch nochmal ein Zeichen, glaube ich, obwohl du die letzten zwei Länderspiele so gut bestritten hast, dann noch einen Spieler dazu nimmst. Das bedeutet, dass Schlotti echt überzeugt hat und das freut mich riesig für ihn. Ja, gar nicht. Also ich glaube, Mats spielt eine überragende Saison, das weiß jeder. Natürlich hätte er es leistungstechnisch sicherlich auch verdient. Das sind aber mit Sicherheit auch Überlegungen, wo andere Dinge, glaube ich, eine Rolle spielen. Und der Bundestrainer wird da auch seine Idee bei haben, was er am Ende macht. Und da müssen wir auch alle in Deutschland drauf vertrauen. Ich glaube, das wird sich am Ende auch widerspiegeln, dass das dann richtig ist. Aber Mats spielt eine überragende Saison, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir freuen uns, dass wir ihn bei uns haben und dass er im Champions League-Finale mit Sicherheit wieder für uns ein Top-Spiel machen wird.